Welche Aktien sind die beliebtesten Sparplanaktien Deutschlands und welche sind die Favoriten für das Jahr 2023? In diesem Video oder insgesamt geht es um 10 Aktien, die 10 beliebtesten Sparplanaktien der Deutschen, ermittelt von Trade Republic. Und wir arbeiten uns von unten nach oben durch. In diesem Video geht es um die Nummer 10, um die Nummer 9, um die Nummer 8. Wir gucken uns an, ob die Aktie tatsächlich für ein langfristiges Investment geeignet ist. Und wir schauen uns an, speziell für das Jahr 2023, was haben wir da an Rendite zu erwarten, Risiko-Rendite-Potenzial. Denn der ein oder andere Zuschauer wird vielleicht auch die Aktie außerhalb von Sparplänen erwägen zu kaufen, also einen Einmalkauf zu machen. Man kann auch beides selbstverständlich miteinander kombinieren, erste Position aufbauen. Und dann die Aktie besparen. Aktiensparpläne, bin ich ein ganz großer Fan davon. Hervorragend geeignet für den langfristigen Vermögensaufbau. Aber damit es dann auch klappt, muss man natürlich dann auch die richtigen Aktien besparen. Also fangen wir an. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinanziell. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. 2 Aktien, die Nummer 10, die Nummer 9, das sind klassische Dividendenaktien. Und die Nummer 8, das ist eher eine Aktie, sage ich mal, wo man auf hohe Kursgewinne hofft, einen Wachstumswert, der jetzt auch unter die Räder gekommen ist. Und da müssen wir mal gucken, ob der schon genug unter die Räder gekommen ist, damit es dann auch wieder bald aufwärts geht und man mit dem Turnaround rechnen kann. Die Nummer 10 ist Unilever, ein klassischer Dividendenwert. Der ein oder andere wird sagen, ein Langeweiler vielleicht, aber ich meine, man kann auch mit Langeweile ganz gut fahren, wenn sie denn Rendite bringt. Unilever, die eigentliche Stärke ist ja erstmal der Bereich Konsumgüter, antizyklisch Dinge, die fast immer gekauft werden, auch dann, wenn man ein bisschen das Geld zusammenhalten muss und beispielsweise nicht mehr in den Urlaub fährt oder aufs neue Auto verzichtet. Jedoch mal schön bei Unilever im Gegensatz zum Beispiel zu L'Oreal oder Nestlé oder Reggie Benckis oder andere Konsumgüterhersteller, sie sind quasi in verschiedenen Segmenten tätig. Und zwar sieht man das, wenn man hier reinschaut, Beauty and Personal Care, also Körperpflege, Food and Refreshment, also Lebensmittel, Home Care, ja, die ganzen Reiniger und so, heißt Haushaltspflege, Haushaltsreiniger. 3 unterschiedliche Segmente, die alle vom Prinzip her eher defensiv angelegt sind und die positive Margen erwirtschaften. Das ist schon mal ganz nett an sich. Wenn man guckt, wie läuft es denn momentan gerade bei Unilever, und da muss man mal schauen, wie läuft es operativ und wie läuft es quasi auf dem Kurszettel, denn das ist wichtig bei der Nummer 10, aber auch bei der Nummer 9. Wenn man da einen Einmalkauf erwägt, da ist man gut beraten zu warten, bis die Aktie ein bisschen, der Aktienkurs am Boden liegt. Dann kann man zuschlagen, dann kann man schön Rendite-Aufholpotenzial mitnehmen über die Dividenden hinaus. Und dann kann man auch mal quasi outperformen. Ansonsten, wenn man in die Nummer 10 und die Nummer 9 investiert, dann sollte man nicht mit einer außergewöhnlichen Nasdaq-artigen Performance rechnen, sage ich mal. Aber entsprechend mit einer schönen hohen Dividende. Wie läuft es bei Unilever? Klassischerweise schaut man sich da diese Dinge hier an. Das ist der absolute Klassiker, wenn man Unilever analysiert, das Underlying Sales Growth, das heißt das Umsatzwachstum. Und hier sieht man, dass jetzt in den letzten Quartalen das Umsatzwachstum sehr stark nach oben geht, so richtig dynamisch, während wir hier lange Zeit eine Seitwärtsbewegung hatten. Hier ab dem ersten Quartal 2022 erst haben wir ein neues Allzeithoch erreicht beim Underlying Sales Growth. Vorher war das relativ, ja, teilweise sogar mal negativ gewesen, ab 2020 drittes Quartal positiv, aber da im, ja, niedrigen bis maximal mittleren einstelligen Bereich. Und jetzt sind wir sogar auf knapp 11%, 10,6% Umsatzwachstum gekommen. Wir sind immer von Quartal auf Quartal bezogen. Also man sieht, dass hier in den letzten Quartalen das da richtig abging. Und das sieht man auch im Aktienfinder, im Qualitätscheck, machen wir die Margen erstmal weg. Und das sieht man jetzt, dass wir hier innerhalb der letzten 4 Quartale, und das wird hier dargestellt, das sind die letzten 4 Quartale, dass wir hier beim Umsatz ein neues Allzeithoch erreicht haben mit 47,66 Milliarden britischen Pfund.
Wir hatten hier mal 2017 schon 47 Milliarden geknackt, dann lange Zeit Stagnation bei um die 45 Milliarden. Und jetzt plötzlich innerhalb von nur, sage ich mal, zwei Quartalen, die hier auseinanderliegen, zwischen den letzten vier Quartalen und den letzten Jahresabschluss liegen nur zwei Quartale auseinander und es sind aber 2,5 Milliarden schon britischen Pfund. Das heißt, da ist der Umsatz richtig nach oben gegangen. Dann kann man mal gucken, woran liegt denn das? Beziehungsweise interessant ist, wenn man jetzt sich einfach nur hier das hier anschaut, wie plötzlich das Umsatzwachstum durch die Decke geht, dann könnte man auch meinen, der Aktienkurs, ja, der geht auch durch die Decke. Ist es denn so? Gucken wir uns das Ganze mal an. Und da sieht man, nein, es ist nicht so. Wir haben hier im Jahr 2019 das Allzeithoch gehabt bei 52 britischen Pfund und momentan sind wir bei bei 41 britischen Pfund ungefähr. Es ist schon nach oben gegangen, also wir haben hier jetzt in den letzten Monaten, im März hatten wir den Tiefpunkt erreicht mit 134 britischen Pfund, jetzt sind wir ja wieder bei den 41, ging es schon nach oben, da haben wir dann aufs Jahr eine Rendite erzielt von knapp 40%, das ist das, was ich meine, wenn die Aktie am Boden liegt, da kann man dann auch diese unspektakulären Aktien quasi nehmen und dann kann man damit auch mal für einen beschränkten Zeitraum eine sehr gute, außergewöhnliche Rendite erzielen. Also der Aktienkurs liegt immer noch weit unter dem Allzeithoch auf dem Kursniveau ungefähr, wo wir schon im Frühjahr 2017, also vor 5 Jahren gewesen sind. Und warum ist das so? Da kann man ein bisschen weiter runtergehen hier auf der Webseite, da sieht man es dann auch. Und zwar setzt sich das Underlying Sales Growth, also das Umsatzwachstum zusammen aus mehr abgesetzter Menge und Preiserhöhungen. Und man sieht hier bei der Menge, da hapert es. Und zwar ist das Mengenvolumen, das abgesetzte Verkaufsvolumen, sogar rückläufig hier, minus 1,6%. Wir sehen aber, wo kommt das Umsatzwachstum her? Ja, hier durch Preiserhöhungen. Und die Preiserhöhungen sind jetzt mittlerweile schon zweistellig. Die liegen jetzt also über dem allgemeinen Inflationsniveau deutlich drüber. 12,5% aktuell die Preiserhöhung. Hat natürlich mit der Inflation zu tun. Und prinzipiell hechelt da Unilever wie auch andere Konsumgüterhersteller eher hinterher. Die heißt, die haben ja Rohstoffe, die verarbeiten die und dann wird das Ganze verkauft, kommt es in den Handel, wird dann verkauft. Und die gestiegenen Rohstoffkosten, Erzeugerpreise, die müssen natürlich weitergereicht werden. Und das macht Unilever jetzt und zwar auch relativ aggressiv und da kommt das Underlying Sales Growth natürlich auch her. Wenn man jetzt aber auch weiß, dass die Kosten gestiegen sind, da muss man natürlich auf die Margen gucken, weil das sind quasi nur die Umsätze hier, Underlying Sales Growth. Jetzt muss man auch auf die Margen gucken. Und das gibt man, kann man ja auch einen Qualitätscheck machen. Da sieht man hier die operative Marge, die sehr interessant ist. Und man sieht, dass sie sinkt. Das heißt, obwohl die Preise sehr stark erhöht worden sind und das Mengenwachstum nur sehr moderat darunter gelitten hat, obwohl die Preise also sehr stark erhöht worden sind, sind die Margen, ich zoome mal ein bisschen rein, jedoch deutlich, also was heißt deutlich, also rückläufig gewesen, hier so knapp 2 Prozentpunkte, 1,5, 1,75 Prozentpunkte seit dem Hoch im Jahr 2019. Sie sollen noch weiter nach unten gehen, und recht deutlich, soll noch eine Beschleunigung geben in den nächsten Quartalen, beziehungsweise im nächsten Quartal, bis aufs abgelaufene Geschäftsjahr. Unilever reportet nur halbjährlich, sehe ich hier, das ist der 30.06. Viele Unternehmen, insbesondere in den USA, reporten quartalsweise. Sie geben schon die Zahlen an, aber nicht komplett, sodass es, dass man eine komplette P&L beispielsweise hätte, Cashflow-Rechnung etc. Und das heißt also, die Analysten rechnen damit, dass jetzt im zweiten Halbjahr, was ja in wenigen Wochen der Vergangenheit angehört, dann quasi dann Zahlen rauskommen, dann dieses Halbjahr, die zeigen werden, dass die operative Marge quasi noch stärker unter Druck geraten ist, weil trotz der Preiserhöhungen eben die Kosten so stark gestiegen sind. Bei Unilever, das wird sicherlich auch Personalkosten mit beinhalten, Logistikkosten, Benzin etc., Diesel, dass die Margen noch weiter unter Druck gekommen sind. Und dann soll es eben entsprechend wieder die Erholung geben und aufwärts gehen. Und das Ganze übersetzt sich dann eben auch hier bezüglich der Gewinnentwicklung. Lass uns bei Analysten erstmal noch davon ausgehen, dass die Gewinne leicht sinken sollten. 1,92 britische Pfund auf 1,88 aufs
dieses laufende Geschäftsjahr und das, wie gesagt, die letzten 4 Quartale bzw. die letzten 2 Halbjahresberichte sind das eigentlich. Und dann, ja, dann soll es wieder auf zu neuen Höhen gehen. Wir haben hier also ein schweres Umfeld, auch für so einen defensiven Wert wie Unilever. Allerdings im Vergleich zu anderen Aktien, sagen wir mal bei der Nummer 18, sieht das Ganze noch relativ harmlos aus. Und der Markt, den hat das jetzt schon etwas vorweggenommen, dass es doch nicht ganz so schlimm kommt, dass Unilever mit der aktuellen Situation zurechtkommt. Sieht man ja hier auch schön, beziehungsweise der bezüglich der Preiselastizität. Die Menge ist nur leicht rückläufig, obwohl die Preise so relativ aggressiv erhöht worden sind. Also Unilever sollte damit zurechtkommen. Ist jetzt die Aktie für uns ein gutes Investment, A, kurzfristig und B, als Langfristanlage? Dann gucken wir nochmal als Langfristanlage, was man da mit Unilever so erzielt hat. Als langfristiger Aktionär innerhalb der letzten 20 Jahre hätte man eine jährliche Rendite gemacht von 7,7%. Das ist wohl irgendwo in der Nähe des Aktienmarkts allgemein Schnitts. Wobei das schon relativ gut ist, 7,7%. Davon dann ungefähr ein gutes Drittel über die Dividende. Man sieht hier die Aufteilung in Dividende und in Kursgewinne. Das heißt, da fließt schon immer ordentlich der Cashflow in die eigene Tasche bzw. aufs Verrechnungskonto. Aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,5%. Ist das viel? Ist das wenig? Im Zeitverlauf, also allgemein ist es schon stattlich, 3,5%. Und das kann man hier sehr schön sehen im Dividendenturbo. Wenn man den mal kurz anschmeißt, dann sieht man hier das hier Sonderdividende, machen wir weg, das verzerrt ein bisschen viel. Dann sieht man das Ganze hier, zoomen wir noch ein bisschen mehr reinzoomen. So, da sieht man es nochmal sehr schön. Hier gab es eine unregelmäßige Dividendenzahlung, aber ansonsten sieht man, dass die Dividende so selten über 4% rauskommt, eigentlich nie. Aber dass sie schwankt, gehen wir nochmal hier ein bisschen näher drauf ein. Da sieht man, dass sie relativ stark schwanken kann zwischen um die 4% und unter 3% immer mal wieder. Das sind einzelne Dividendenzahlungen, machen wir weg. Und wir sehen, das ist hier der 5-Jahres-Korridor, der 5-Jahres-Schnitt. Und aktuell sind wir hier bei einer Dividendenrendite von 3,5% und noch Erhöhung geben bald, dann wäre es auf 3,8%. Auf jeden Fall sehen wir, dass wir über dem 5-Jahres-Schnitt liegen, der bei 3,4% liegt. Wir liegen leicht drüber, natürlich als die Aktie, also der Aktienkurs ganz am Boden lag, da gab es sogar mal über 4%, 4,2%. Das war, als hier der Aktienkurs da auf unter 34 britische Pfund gerutscht ist. Momentan die Dividendenrendite aber immer noch überdurchschnittlich hoch, auch im Vergleich, insbesondere wenn man guckt, wie so die letzten Jahre waren, von 2015 bis ja, 2020, da war die Dividendenrendite noch deutlich niedriger. Und mit welcher Rendite kann man jetzt rechnen? Also langfristig haben wir gesehen, so um die 7 bis knapp 8 Prozent. Und haben wir jetzt noch Wertaufholungspotenzial? Da können wir uns mal hier die unterschiedlichen Metriken anzeigen lassen. Nehmen wir mal den bereinigten Gewinn hier jetzt im Fall von Unilever, legen den fairen Wert drüber. Das heißt, wie der Markt die Aktie in der Vergangenheit bewertet hat, nämlich mit einem bereinigten KGV von knapp 20, 19,6 auf die letzten 10 Jahre. Und die lassen wir auch mal da. Und dann sieht man immer schön, wie der Aktienkurs mal drüber, mal drunter lag. Man sieht auch einzelne starke Phasen der Übertreibung. Und momentan haben wir einen KGV von 18,4. Das heißt, da wäre dann Unilever leicht unterbewertet. Sieht man auch hier, der faire Wert würde bei 44 britischen Pfund liegen. Und der Aktienkurs liegt bei 41,5, also leicht drunter noch, obwohl die Aktie schon quasi gekommen ist, kann man immer noch davon ausgehen, dass irgendwann mal hier der Aktienkurs doch nochmal ein bisschen stärker anzieht, weil er eben noch was aufzuholen hat. Und jetzt kurzfristig heißt aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres, das in wenigen Wochen anfängt, da wäre dann der faire Wert der Aktie bei knapp 47 britischen Pfund, weil eben die Analysten davon ausgehen, dass dann auch hier die Margen wieder steigen werden und die Umsätze relativ deutlich anziehen. Und von, so mal gucken, aufs laufende Geschäftsjahr schätzt man schon 53,5 Milliarden britische Pfund, also ganz deutlich nach oben hier.
ganz deutlich nach oben hier von Juli bis Dezember, was jetzt auch nicht so unrealistisch ist bei der Preiserhöhung von 12%. Und dann geht man auch nochmal davon aus, dass wir dann nochmal Unilever um gut 1,5 Milliarden britischen Pfund bei leicht steigenden Margen zulegt. Und insofern geht dann auch der bereinigte Gewinn, sehen wir hier, ebenfalls mit dem bilanzierten Gewinn nach oben. Und so kommt dann, das ist der faire Wert von 44 auf 46,60 britische Pfund nochmal steigt. Und so kommen wir auf ein relativ schönes Renditepotenzial von 16,4% über einen Zeitraum von einem Jahr und hier zwei Wochen, beziehungsweise 15,7% aufs Jahr gerechnet. Das ist also, denke ich, durchaus interessant. Natürlich an der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Aber Unilever immer noch quasi immer noch auf einem interessanten Kursniveau. Wir haben Unilever übrigens auch bei uns im Starterdepot. Das sind die Positionen, die wir im Starterdepot haben. Ich habe sie hier schon die Zeile markiert. Und das ist einfach nochmal ein Praxisbeispiel, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn man in Aktien investiert, beziehungsweise in Aktiensparpläne, wir haben Mitte 2019 damit angefangen, seit 3,5 Jahren. So, und hier sieht man, da war der erste Kauf. Das ist an meinem Geburtstag gewesen, nicht ganz, 2.8. ungefähr, 5.8. habe ich Geburtstag, oder Anfang August ist es gewesen, im Jahr 2019. Man sieht, dass wir damit erstmal relativ schlecht gefahren sind, weil der Aktienkurs ja nach unten gegangen ist. Und wir haben aber immer nachgekauft, auch in den absoluten Dips. Das war doch nicht bei der Dip gewollt, sondern weil einfach dann die Sparpläne ausgeführt worden sind. Und auch dann haben wir nochmal ein paar Mal zuschlagen dürfen, als der Aktienkurs wirklich richtig am Boden gelegen ist. Und jetzt, das sind Euro übrigens, nicht britische Pfund. Und jetzt kaufen wir natürlich nach wie vor weiter. Und was hat uns das jetzt gebracht? Wir haben eine Position, also wir haben, wie viel Stück haben wir? 22,2 Unilever-Aktien und Marktwert 1057 Euro. Haben Kursverluste 18 Euro, 18,13 Euro Kursverluste. Aber Dividende kriegt hier 55 Euro, das heißt, die Dividende hat die Kursverluste bereits wieder mehr als wettgemacht. Und da haben wir auch hier die absolute Performance der Position seit Auflage ist 2,74%. Das ist also quasi ein Underperformer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich mal sagen, in der aktuellen schwierigen Börsenlage gibt es wahrscheinlich viele Positionen, die deutlich mehr unter Wasser sind. Wir haben auch einige Positionen, die deutlich mehr unter Wasser sind, aber auch viele, die im Positiven sind. Und allgemein haben wir ja mit dem Starterdepot eine positive Rendite. Läuft also wirklich nicht schlecht, sieht man hier auch im eben Diagramm. Das zeigt nur den allgemeinen Marktwert. Wo haben wir es? Hier, Berechnung. Nein, das Diagramm hier. Da sieht man, das wird auch ganz gut. Das sind jetzt die letzten 3 Jahre hier. Da sieht man, dass wir sogar jetzt den MSCI World und den S&P 500 outperformed haben mit dem Starterdepot. Starterdepot frei zugänglich. Hier für die Inspiration, da ist es. Ich werde es dann auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da sieht man dann auch alle Positionen etc. Also Unilever durchaus als Nummer 10 der beliebtesten Sparplanaktien Deutschlands eine Überlegung wert. Wenn man denn auf Dividenden steht, auch auf hohe Dividenden und auf Cashflow steht und nicht auf die absolute Outperformance aus ist und wenn man die Position aufbauen möchte, auch für einen Einmalkauf erscheint mir die Aktie noch nicht zu teuer zu sein. Dann kommen wir mal zur Nummer 9. Die Nummer 9 ist The Monthly Income Company. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber der echte Name lautet Realty Income und die schütten jeden Monat Dividende aus. Deshalb haben die sich noch was anderes schützen lassen, so ein Name, der mir gerade entfallen ist. Realty Income, ein REIT im Einzelhandel, den holen wir uns jetzt auch auf den Schirm. Lassen wir mal Unilever noch hier im Screener. Also Realty Income holen wir uns mal dazu. Da ist die Aktie Dividendenrendite noch höher als Unilever. 4,7%. Wie ich sagte, REIT im Einzelhandel. Und hier bin ich in der letzten Investor-Präsentation drin.
Was heißt im Einzelhandel? Einzelhandel heißt, die haben jetzt die haben große Gewerbeflächen, große super Einkaufsmärkte, sage ich mal so, wo an unterschiedliche Ketten vermietet wird. Und diese Ketten, die sind wirklich groß. Das sind hier die unterschiedlichen, das sind hier die wichtigsten Mieter. Auch sehr gut diversifiziertes Portfolio, was sie haben. Dollar General, wir haben vor kurzem Dollar Stores übrigens beleuchtet, Dollarama im Rahmen unseres Premium Research. Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, Dollar Tree, noch ein Dollarladen. Family Dollar, gut, das ist dasselbe, sind nur eine andere Brand. FedEx, CVS, Tesco, Tractor Supply, Walmart, Tesco, Home Depot, Kroger, oioioi, alles selbst wieder börsennotierte Unternehmen, die meistens auch eine höhere Qualität haben, also absolut gutes Depot bzw. Mieterportfolio so rum. 85% sieht man hier im Einzelhandel, ein bisschen Industrie und noch ganz wenig Other und keine Büros mehr seit dem Verkauf bzw. seit dem Spin-off von Orion Office REIT hat man die Bürogebäude dann verkauft, in den eigenen REIT ausgelagert. Und was auch noch ganz interessant ist, die Leerstandsquote, und zwar seht ihr das hier, und es ist relativ klein jetzt, ich kann es größer machen, die Leerstandsquote ist sehr gering, das heißt die Vermieterquote, genau das Umgekehrte, liegt bei 98,9%, also fast 99% der Mietfläche ist vermietet und es ist sogar überdurchschnittlich hoch. In der aktuellen Phase und selbst während Corona hier 2020, da ist es dann auf 98% gefallen und jetzt sind wir schon wieder bei 99%. Also das spricht definitiv für Realty Income und das sind langfristige Mietverträge, die gehen oft auf 10 Jahre, Triple Net, das heißt viele Kosten werden auf den Mieter umgelegt, das heißt die Versicherungskosten, die Renovierungskosten, die Steuern für den Grund, also Grundsteuer und so weiter, das übernimmt alles der Mieter. Natürlich ist dann auch die Miete insgesamt niedriger, aber sehr schön vorhersehbar, sehr schöner Cashflow, der da reinkommt bei Realty Income und der für sehr hohe Dividenden gut ist. Jetzt muss man natürlich doch wissen, wie das Unternehmen wächst. Es wächst auch aus eigener Kraft, aber relativ schwach eigentlich, mit so vielleicht 2% oder so im Jahr. Und 2% Wachstum ist ja jetzt, auch wenn es, sage ich jetzt mal, ziemlich sicher ist, nicht so viel. Und vor allem nicht genug, um das Dividendenwachstum hier im langjährigen Mittel waren es 5%, jetzt ging es dann runter auf 3%. Im nächsten Jahr soll es um die 4%, also im laufenden Geschäftsjahr um die 4% wachsen. Dieses Dividendenwachstum wäre nicht aufrechtzuerhalten, auch wenn es eh schon nur moderat ist, nur über das organische Wachstum. Deshalb erfolgen Zukäufe, und das sieht man hier schön in der Bilanz. Und hier ist die Bilanz ja richtig in die Höhe gesprungen, hier vom Geschäftsjahr 2020 auf 2021. Da ist der Rarate REIT erworben worden. Und wie ist er erworben worden? Hier über ganz viele neu ausgegebene Aktien und auch ein bisschen über Schulden. Bei REITs allgemein ist das immer das Thema, weil das Wachstum eben viel über Zukäufe und dann über Verschuldung vonstatten geht. Wie sieht es denn aus in Zeiten von steigenden Zinsen, dass die da jetzt nicht über Gebühr belastet werden? Da bin ich relativ zuversichtlich bei Realty Income, weil wenn wir hier mal die Verschuldung ansehen, auch die Schuldenquote auf die verzinsten Schulden, da ist die jetzt nach dem Erwerb sogar runtergegangen, weil es sind natürlich Vermögenswerte hinzugekommen durch die Übernahme. Schulden sind zwar auch gestiegen, aber weniger als die Vermögenswerte. Aktuelle Schuldenquote liegt bei knapp 40% und das ist für einen REIT relativ moderat, würde ich sagen. Wir haben einen freien Cashflow von über, auf die letzten vier Quartale jetzt sind es echt die letzten vier Quartale, von 2,2 Milliarden US-Dollar gehabt und Zinsen von 433 Millionen. Die sind schon gestiegen um gut 100 Millionen nach der Übernahme, wird sicherlich mit Zinserhöhungen zusammenhängen. Aber man sieht,
der freie Cashflow ist schon deutlich höher als die, beziehungsweise als der Zinsaufwand. Und zwischen freiem Cashflow und Dividenden sind ungefähr 500 Millionen Euro noch Luft. Also ich gehe nicht davon aus, dass eine Dividendenkürzung hier stattfinden sollte. Natürlich ist der Pferdefuß bei dem Ganzen, dass neue Aktien ausgegeben werden. Und das heißt, das organische Gewinnwachstum ist natürlich da, hier insbesondere jetzt auch. Scheint die Übernahme angeschlagen zu haben. Aber durch den Aktienrückkauf sieht man, dass es 1,77 Dollar am Gewinn die neu ausgegebenen Aktien gezerrt haben. Und das ist immer noch positiv, das Gewinnwachstum insgesamt, weil das Organische eben höher ist mit 2,40 Dollar, aber die 1,77 Dollar fallen durchaus ins Gewicht. Und hier in den letzten, im Geschäftsjahr 2021 ist es sogar so gewesen, dass die Verwässerung durch die ausstehenden, neu ausgegebenen Aktien höher war am Gewinn als das organische Gewinnwachstum. Also das ist natürlich der Pferdefuß an dem Ganzen. Man sieht aber hier, dass Realty Income bzw. das Management weiß, was es tut. Man sieht auch hier, dass der FFO, das da unten ist der bilanzierte Gewinn, den man nicht nehmen darf bei der Bewertung eines REITs, sondern man sollte die Funds for Operations oder die Adjusted Funds for Operations, die sehr nah beieinander liegen, dann nehmen und nicht den hier. Und da sieht man, dass das Ganze eine wirklich solide, fundamentale Entwicklung hat, die auch so weitergehen soll. Und die aktuelle Dividendenrendite, wie gesagt, liegt bei 4,7%. Ist das viel, ist das wenig? Geht man in den Dividendenturbo rein, dann sieht man das Ganze. Und wir sehen hier, dass wir ja immer so ein Auf und Ab haben bei der Dividendenrendite. Und im Prinzip hat es immer gelohnt, oben einzusteigen und es unten zu verkaufen. Das lasse ich mal jedem sich selbst überlassen. Aber wenn die Dividendenrendite deutlich über dem Schnitt war, jetzt hier, die letzten 5 Jahre, haben wir es eigentlich immer ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, sich Realty Income ins Depot zu legen. Und auch hier sind wir etwas deutlicher als sogar noch als bei Unilever noch über dem Schnitt der letzten 5 Jahre mit einer Dividendenrendite von besagten 4,7%. Schnitt der letzten 5 Jahre liegt bei 4,3%. Und da müssen wir mal gucken. Realty Income, gutes Langfristinvestment, da gucken wir auch mal wieder die letzten 20 Jahre an und dann sieht man hier, Unilever outperformed aufs Jahr 9,8, fast 10%. Davon hauptsächlich Dividende, das sieht man hier, bisschen Kursgewinne tatsächlich, das heißt ein bisschen Kursgewinne, ne? Ich nehme es zurück, also so 45% der Rendite über die Dividende und vielleicht so 55% über Kursgewinne, so ungefähr ist die Verteilung. Also Dividende spielt natürlich durchaus eine große Rolle. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ist die Aktie gerade günstig bewertet oder ist sie eher teuer? Dann nehmen wir dann auch die Adjusted Funds for Operations, würde ich sagen, als Bewertungsgrundlage. Dann lassen wir uns hier den über die letzten 10 Jahre berechneten AFFO mal anzeigen und zoomen dann auch entsprechend rein. Und auch hier, ähnlich wie bei Unilever, man sieht, ab und zu liegt es drüber, teilweise sogar recht deutlich, der Aktienkurs Realty Income war schon über 80 US-Dollar teuer, bevor dann die richtig abgestürzt sind auf unter 50 US-Dollar im Rahmen von Corona. Jetzt dann die letzte Zeit dann relativ nah am fairen Wert gewesen. Und jetzt wegen der Zinserhöhung und wegen Rezessionsängsten ist dann die Aktie wieder stark gefallen, bevor sie sich jetzt wieder erholt hat. Jetzt 63,5 US-Dollar teuer oder günstig, je nachdem, wie man sieht. Und haben hier ein bereinigtes KGV von Unilever-Niveau. Nee, Unilever war ein bisschen teurer, aber ist ungefähr so relativ liegen die nah beieinander. Von der Bewertung, Dividende, sieht man auch hier überdurchschnittlich hoch mit 4,7% im Vergleich zu den letzten 10 Jahren hier 4,4%. Und ich würde auch gar nicht groß hier was ändern. Man kann natürlich ein bisschen tiefer stapeln, indem man hier auch sagt, ich mache das KGV runter. Das könnte man machen, man könnte das KGV nach
unten korrigieren, dann sinkt auch der faire Wert. Ich lasse das aber mal so, wie es ist. Ich würde mal eher mit den Hilfskursen vielleicht arbeiten. Zunächst mal, jetzt geht es ja um die kurzfristige Rendite, aber die langfristige haben wir ja jetzt gesehen. Die kurzfristige heißt aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres. Ich zoome noch ein bisschen rein. Wenn man einfach nur das nimmt, wie es out of the box rauskommt bei der Fair Value Berechnung, dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 22, knapp 23% komplett von heute auf Ende Dezember des nächsten Geschäftsjahres, beziehungsweise knapp 22% annualisiert, ganz leicht niedriger. Könnte sein, dass es dazu kommt, wissen wir natürlich nicht genau. Was ich dann eher machen würde, wäre, ich würde eher ein bisschen tief stapeln. Und wenn wir vom fairen Wert da ein bisschen mal nach unten gehen, zum Beispiel auf knapp 70, 69 US-Dollar, und dann hätte man immer noch eine jährliche Renditeerwartung von 13%. Davon rund ein Drittel die Dividende, die ich mal als weitestgehend sicher annehme, und zwei Drittel Kursgewinne. Das heißt, durchaus attraktives Investment, das kann man natürlich dann auch noch mal mittelfristig machen, zum Beispiel auf die nächsten 3 Jahre sowas, dann wäre die jährliche Renditeerwartung hier 8,2%. Mit einer sehr moderaten, mit einer relativ moderaten Prognose, würde ich mal sagen, darf man nie vergessen, dass hier Realty Income ja deutlich höher bewertet war. Das heißt, hier hätten wir ein 15er KGV basierend auf den Adjusted Funds Operations, und das lag schon bei über 22, ja, im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2019. Also dann relativ moderat, und damals lag die Dividendenrendite bei 3%, und hier würde sie dann irgendwo bei, weiß ich nicht genau, 5% oder so, ja, hier für um die 5% liegen. Also auch aus meiner Sicht die Nummer 9, ebenso wie die Nummer 10, für Freunde von hohen Dividenden durchaus attraktiv, und auch für einen Einmalkauf kann man sich das ebenfalls überlegen. Einmalkauf kann man ja übrigens auch gestaffelt machen, ne? Muss man ja nicht dann quasi sein komplettes verfügbares Kapital hier in dem einen Zeitpunkt hier investieren. Man kann auch mal sagen, okay, ich verteile jetzt auch mal den Kauf über ein paar Monate, oder ja, sich irgendwie staffeln, gerne auch vom Aktienkurs abhängig machen. Gibt es ja unterschiedliche Varianten. So, und jetzt kommen wir zu was ganz anderem, nämlich zur Nummer 8, und das ist zwar auch ein Dividendenzahler, aber es ist keine klassische Dividendenaktie. Das wäre nämlich Nvidia. Und Nvidia haben wir hier also eher einen Wachstumswert. Und einen Wachstumswert, der momentan, wie so viele andere auch, man sieht es ja schon am Aktienkurs, zu kämpfen hat. Da muss man hingehen. Man sieht es so hier, schon bei 330 US-Dollar gewesen. Und hat sich jetzt mehr oder weniger halbiert, war auch schon mal deutlich drunter, hat sich fast gedrittelt. Nvidia, Marktführer, wisst ihr alle, bei Grafikkarten beispielsweise, haben ja auch das Segment Gaming, sind aber in mehreren Märkten, die auch teilweise stark wachsen und profitieren beispielsweise vom Cloud-Wachstum, der Datacenter-Bereich, aber auch Artificial Intelligence, auch speziell mit autonomem Fahren, auch ganz stark, auch im Wachstumsbereich. Und dann eigentlich auch der Bereich Gaming war bis vor kurzem noch ein Wachstumsbereich. Aber wir haben jetzt auch Probleme bei Nvidia, insbesondere im Gaming-Bereich. Da haben wir einen Umsatzrückgang jetzt gehabt von 51% year over year aufs letzte Quartal, wenn ich mich richtig erinnere. Während Datacenter weitergewachsen ist, so wie auch ungefähr das Cloud-Wachstum ist, um die 30%. Was sind die Probleme? Ja, wir haben natürlich die abkühlende Weltkonjunktur, das ist klar. Und da wird dann natürlich auch gespart. Das wissen wir schon seit mehreren Quartalen, vor allem in der Unterhaltungselektronik. Und da ist natürlich der Gaming-Bereich stark. Da kommt noch dazu, dass Krypto-Mining jetzt nicht mehr ganz so in ist, wie es noch im letzten Jahr gewesen ist. Zum einen fallen die Kurse ja auch ganz stark bei den Kryptowährungen. Und zum anderen haben wir auch die Umstellung gehabt von Proof of Work auf Proof of Stake bei Ethereum, wo jetzt quasi man keine rechenintensiven oder rechenstarken Grafikkarten mehr braucht. Und dann haben wir noch ein anderes Problem,
Und das ist die Blockbildung, also ein politisches Problem, was sich auf den freien Welthandel auswirkt und auf und zu Sanktionen und so weiter, Handelsbeschränkungen führt. Und das betrifft auch Nvidia. Wenn man mal guckt hier, der zweitstärkste Absatzmarkt, die stärksten Absatzmärkte von Nvidia sind Taiwan und China. Taiwan natürlich die Fabrik, die Halbleiter-Weltfabrik. Da fließt natürlich viel hin. Und dann aber auch nach China, die machen so Sachen, ja fast, nicht ganz, aber fast, also zwischen die Hälfte und zwei Drittel des Umsatzes aus. Und das sind ja Hochrisikoregionen, zum einen China, politisch, dass es dann Ausfuhrverbote auch gibt von High-End-Ware, die Nvidia herstellt. China hat auch mit der Konjunktur zu kämpfen und dann natürlich das Super-GAU wäre natürlich China gegen Taiwan. Muss man mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall einiges an Gegenwind momentan, den Nvidia aushalten muss. Und das sieht man auch in der Gewinnentwicklung. Und man sieht es auch hier übrigens, wenn man sich mal, das ist der letzte Quartalsbericht, wenn man sich mal anschaut, wie die Lager aussehen, da sieht man, dass hier Finished Goods um über 50% gewachsen ist. Von Jahresanfang 2020 bis Oktober, also innerhalb von neun Dreivierteljahr, also gut um 50% gestiegen. Da werden viele Grafikkarten natürlich dabei sein. Bei den Raw Materials ist auch so eine Geschichte, weil man ja Logistikprobleme hat. Vielleicht beschafft man sich lieber, erhöht man lieber auch die Lagerbestände. Das kommt natürlich dann auch dazu. Das drückt ja alles auf die Margen. Wenn man sich die Margen anguckt hier, dann sieht man das jetzt auch. Also allgemein ist es sehr positiv, wie sich die Margen entwickelt haben. Der Aktienkurs ist ja auch entsprechend sehr gut gestiegen. Auch die Umsätze sind stark gestiegen. Aber jetzt haben die Margen im letzten Geschäftsjahr lagen die operativen Margen bei knapp 40%. Jetzt sind sie auf 130% gefallen. Ja, es soll wieder aufwärts gehen. Man soll jetzt das Tal quasi gerade erlebt haben, bezüglich der Margen, beim Umsatz noch nicht. Der Umsatz soll noch ein bisschen weiter sinken. Da hat sich jetzt erstmal nur eine Verlangsamung ergeben. Und dann soll jetzt im nächsten Quartal der Umsatz nochmal stärker sinken, bevor er dann langsam wieder so an Fahrt aufnimmt und auch die Umsätze steigen sollen. Das ist natürlich problematisch. Also hier haben wir jetzt einen Zykliker. Wir haben einen Marktführer auf der einen Seite, der auch in Zukunftsmärkten tätig ist, aber nichtsdestotrotz ein Zykliker, vor allem im Gaming-Bereich. Und ich möchte mal hier noch auf das Investor-Update verweisen vom David Sauceda, veröffentlicht am 13. September. Volle Lager, sinkende Marge, fallende Kurse. Fertig für den Turnaround oder bereit für den Turnaround. Hier seht ihr auch den durchschnittlichen Preis für Grafikkarten, wie stark der gefallen ist. Ne? Das geht natürlich auf die Margen, das drückt die Umsätze. Krypto-Mining haben wir und andere Sachen. Der Artikel ist kostenlos. Ich werde ihn auch unten verlinken. Könnt ihr den mal durchlesen. Er ist nach wie vor top aktuell und dann könnt ihr auch mal Davids Fazit sehen. Das ist die Sparplanaktie Nummer 8, dann müssen wir natürlich auch gucken, ist das ein gutes Investment? Und da schauen wir auch einfach mal, was war denn so die Rendite gewesen? Und hier ist natürlich ganz interessant, also lange Jahre, machen wir mal logarithmisch, lange Jahre war Nvidia außer Spesen nichts gewesen. Da war quasi aufs Jahr minus 0,1% Performance vom Jahr 2002 bis 2005, also über 13 Jahre. Und erst dann, heißt es, hat die Aktie losgelegt, aber dann ordentlich aufs Jahr 60,5%. Wir haben ja auch ein sehr gutes Management bei Nvidia und jetzt die Grafikkartenführerschaft ja auch schon länger. Und es macht sich halt hier entsprechend bemerkbar, auch mit den neuen Geschäftssegmenten, die, ich hatte es schon erwähnt, auch Zukunftssegmente sind mit starkem Wachstum. Also, wie wäre es denn hier über die letzten 20 Jahre, wenn man es alles nimmt, nur mal der Vollständigkeit halber, immer noch eine jährliche Rendite von 17,3%. Aber dadurch, dass es so stark zyklisch ist, sagt es jetzt weniger aus als bei Unilever und Realty Income. Na, ich will die Punkte hier wegkriegen. So, jetzt sind sie weg. Wenn man die Aktie bewerten möchte,
dann sollte man erstmal gucken, wie hier die Gewinne so verlaufen. Und wir zoomen mal hier ein bisschen rein. Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir bei, also es geht hoch oder der Gewinn ist stark gestiegen ab 2017, würde ich sagen. Da haben wir dann auch hier ein KGV, was ordentlich nach oben geht. Ab im Jahr 2018 wird Nvidia dann mit dem KGV bewertet, bereinigtes KGV von über 30. Vorher lag es eher bei um die 15, ganz lange Zeit lag es um die 15, dann ging es nach oben, dann um die 30. Jetzt 2018, dann nehmen wir diesen Bereich hier, wo wir quasi die Phase haben von Nvidia als Gewinner, nehmen wir dann den bereinigten Gewinn und der sieht dann entsprechend so aus. Da können wir noch ein bisschen näher ranzoomen. Auch hier sehen wir Phasen von Über- und Unterbewertung, wobei die Phasen der Überbewertung dominieren. Wir hatten dann auch hier KGV gehabt, das KGV bereinigt hier von teilweise 70 und noch drüber 75. Und jetzt haben wir ein deutlich günstigeres KGV, wieder das mal runterging, war sogar unter 30. Und jetzt haben wir ein KGV, da oben haben wir es auch bereinigt von 44. 44 ist ja jetzt auch nicht gerade günstig und man sieht auch hier, dass der faire Wert der Aktie, also mal gucken, auf die ersten 4 Quartale bezogen bei 144 Dollar liegt und die Aktienkurs aber 165, also ein bisschen mehr. Und dann haben wir jetzt ja auch noch erstmal laut Prognosenanalysten sinkende Gewinne, die dann auch den Aktienkurs bzw. den Fernwert drücken auf 125 US-Dollar. Das heißt, hier haben wir im Gegensatz zu Realty Income und Unilever eher ein Rückschlagspotenzial. Und was heißt das kurzfristige Renditepotenzial? Nicht komplett kurzfristig, sondern auch Ende des laufenden Geschäftsjahres. Das wäre so ziemlich, also mal gucken, ja, richtig erwischt, nicht einen Aktienkurs genommen, der liegt ungefähr auch beim Fernwert. Das wäre so ziemlich eine Nullnummer, 0,1% Renditeerwartung. Bei gerechnet auf ein durchschnittliches KGV für einen Fernwert von 38,3, was also ein bisschen unter dem Mittel liegt. Aber ich finde die 44 aktuell auch schon relativ hoch, vor allem wenn man dann guckt, auch was für ein Risiko da man hat, wie diese ganzen Zyklik da und auch die politischen Risiken, die gerade momentan in so einer Aktie stecken. Langfristig, Analysten haben wir mal wieder gewohnt positiv, wird schon wieder. Da hätte man eine Renditeerwartung jährlich sogar von 14%, wenn dann das Gewinnwachstum so wieder anziehen sollte. Also da muss man schon sich noch mal ein bisschen mit befassen, mit Unilever, wenn man die besparen möchte. Viele machen es ja. Ich empfehle dann, wie ich schon sagte, das Nvidia Investor Update mal von uns da sich durchzulesen und dann mal etwas up to date zu sein, relativ kurz und knapp, wie wir uns da immer halten. Und konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, unserer Meinung nach Wesentliche. Ist auf jeden Fall kein in Anführungszeichen No-Brainer, so wie die anderen beiden Aktien. Für Dividendenfreunde. Ihr müsst ja immer gucken, dass es eurer Anlagestrategie entspricht. Ich habe extra mal hier die Rankings ausgeblendet. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Ranking hat, wo man sagt, man will eine hohe, richtig hohe Dividende haben, im ordentlichen Zuwachs sogar vielleicht von 10% oder so, oder 5% sollte reichen. Da seht ihr, wie stark das schon abweicht. Nvidia ist dann überhaupt nicht geeignet für so eine Strategie, während Realty Income doch sehr gut geeignet wäre für eine Strategie mit extrem hoher Dividendenrendite bei moderatem, mittlerem, 5%igem jährlichen Wachstum. Und auch Unilever schneidet mit 75 Punkten noch ganz gut ab, Nvidia natürlich nicht. Nvidia würde gut abschneiden, wenn man ja sagen wollen, wir wollen hier Zuwachs des Gewinns 20% haben und Zuwachs des Cashflows extrem stark, Dividendenrendite ist uns egal. Und dann dreht sich das natürlich vollkommen um, das Ranking hier. Das seht ihr, dann ist Nvidia ja super Aktie dafür, für starkes Gewinnwachstum, aber Realty Income und Unilever dann fallen dann natürlich durch. Das heißt, ihr müsst wissen, was ihr wollt, und der Aktienfinder unterstützt euch ja dann auch dabei, unter anderem mit dem Ranking. So, und wir werden jetzt noch die anderen Videos machen und wir haben ja noch eine Menge. Wir haben jetzt 10, 9, 8 gemacht, dann im nächsten Video wahrscheinlich 7, 6, 5, schätze ich mal. Gucken wir, dann haben wir jetzt noch ein paar Videos und damit befüllen wir jetzt noch den Rest des Jahres. Und ich hoffe, dann ist die ein oder andere Aktie auch für euch dabei, wo ihr sagt, hey, das ist was für einen langfristigen Vermögensaufbau.
Danke, Thorsten, dass du die Aktie vorgestellt hast. Hoffe ich jedenfalls. Gut, dann danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch einen schönen 4. Advent. Wenn wir uns nicht mehr sehen bis dahin, dann sogar frohe Weihnachten. Den guten Rutsch, den wünsche ich euch im nächsten oder im übernächsten Video. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Erholt euch, wenn ihr Urlaub habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.